Das ABC der Fülle. Ich stehe gerade an unserem Bach hier. Ich sehe mal, wie es da vorne runter plätschert. Und habe gedacht, ich mag dich heute mitnehmen in dieses ABC der Fülle. Ich bin Amata Bayerl und zeige vor allem werteorientierten Unternehmerinnen, wie sie Schritt für Schritt die innere und äußere Transformation schaffen, um ein rundum erfülltes und finanziell freies Leben führen zu können. Ja, und gestern war ja so ein Zusammenbruch. Facebook, Instagram, WhatsApp, nichts war da. Für eine, ja, doch etwas längere Zeit. Und viele Menschen waren ganz aufgeregt und ich muss sagen, ich musste einfach nur schmunzeln. Denn ich glaube, es ist so wichtig, dass wir erstens mindestens zwei Standbeine haben und dass wir uns ausrichten auf die Fülle. Und da kann alles Mögliche passieren. Ja, es gibt Herausforderungen, privat und auf der Welt. Die Frage ist allerdings nicht, was sind die Herausforderungen? Die Frage ist, in welcher Schwingung, in welcher Energie, in welcher Frequenz sind wir unterwegs? Und das ABC der Fülle ist eine Übung, die ich dir heute gerne mitgeben mag, die so unglaublich hilfreich und unterstützend sein kann, um dir dessen immer mehr bewusst zu werden, denn wir haben alles um uns. Ja. Wir haben so viel schon erschaffen und geschaffen. Das, wie du heute lebst, ist das, was du hier erschaffen hast. Wir sind machtvolle Wesen. Und wir können unglaublich viel bewegen. Und nicht immer passiert sofort. Das ist auch wichtig zu verstehen. Jetzt erst zu der kurzen Übung. Ich habe die kurze mit meinem Team gemacht. Nämlich einfach das ABC runtergeschrieben. ABC von A bis Z. Und dann uns von diesem Wort Fülle inspirieren lassen. Was fällt uns ein zu diesem Wort Fülle? Und bei A, also man muss dazu sagen, das war faszinierend, wie viel uns allen eingefallen ist und wie man sich gegenseitig inspiriert hat und immer mehr und mehr gekommen ist. Anfangs ein bisschen zögerlich, später kam immer mehr. Meine Empfehlung an dich, mach das unbedingt auch für dich selber. Schreib das einfach auf und lass dich inspirieren. Du wirst merken, allein durch diese Übung kommst du in eine andere Grundschwingung, in eine andere Grundstimmung. Und unsere Gefühle sind so ausschlaggebend. Unsere Worte, unsere Gedanken, unsere Gefühle sind so grundlegend für das, was und wie wir diese Welt erleben. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, in diese Fülle hineinzugehen, in die Liebe, in die Dankbarkeit hineinzugehen. Und bei A ist uns zum Beispiel Achtsamkeit eingefallen. Übrigens, ich mag jetzt nur drei Sachen rausgreifen, du wirst noch viel, viel mehr finden, aber Achtsamkeit. Achtsamkeit beginnt schon damit, wie starte ich in den Tag? Achtsam in den Tag zu starten, den Tag zu begrüßen. Heute ist mein bester Tag. Morgens Danke zu sagen für diesen neuen Tag. Morgens dich wertzuschätzen für dein Sein, für dein So-Sein. So wie du jetzt bist, dich wertzuschätzen. Die Natur um dich herum wertzuschätzen. Achtsam vielleicht barfuß durchs Gras gehen oder so wie ich jetzt gerade durchs Wasser. Achtsamkeit gilt aber auch gegenüber den Gedanken, Achtsamkeit gegenüber den Worten, die ich spreche, weil sie unser Leben formen. Achtsam im Umgang mit Menschen, achtsam im Umgang mit dem, was du machst, mit deiner Arbeit, achtsam mit deiner Gesundheit, mit dem Essen. Allein über Achtsamkeit könnten wir uns tagelang unterhalten, aber vor allem es einzuüben, ist an sich eine Aufgabe, ja, die wir ein Leben lang einüben dürfen, achtsam zu sein. Ein weiteres Wort, das uns eingefallen ist beim Thema Fülle, ist Energie. Energie und Fülle, das gehört einfach zusammen. Wenn du ja erfülltes Leben haben möchtest, dann ist es ein Leben, wo du auch Energie hast. Das heißt nicht laute Energie, es kann auch sanfte Energie sein. Energie. Und Energie fängt an beim Körper. Und was den Körper betrifft, ich durfte ja vor Jahren mal eine Ausbildung machen im Bereich orthomolekulare Medizin und
wie ich meine Krebsdiagnose vor Jahren hatte, mich auch auseinandersetzen mit Ernährung etc., mit Mindset, mit Denken, mit allem Möglichen. Vom Kloster her habe ich ja so viel mitgenommen, auch was Kräuterwissen etc. betrifft. Gesundheit und Energie hängen ganz eng zusammen. Und der Körper ist dieses Instrument, das uns geschenkt ist, auf das wir als erstes achten sollten. Und da ist Wasser, und ich zeige es dir noch. Wasser, elementar wichtig. Wasser ist Lebenselixier. Deswegen Kneipen, ich komme ja von Nordbayern, vom Heimatort von Sebastian Kneip, bis hin zu Wasser trinken. Aber auch, was wir essen, wie wir uns ernähren. Und das weißt du an sich alles selber, so natürlich wie möglich. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen so wie mir. Ich bin eine Genießerin und genieße auch mal gern Sachen, die lecker schmecken, aber nicht unbedingt nur lebendig sind. Deswegen ist Energie auch ganz stark davon abhängig, wie unser Körper aufgestellt ist. Und deswegen gönne ich meinem Körper immer wieder eine Reinigung, eine Körperreinigung. So wie wir unser Haus reinigen, auch den Körper zu reinigen. Ich mache das übrigens auf der Grundlage von einer reinen Aloe Vera. Schreib gerne in den Kommentar, ob du sowas auch schon gemacht hast, ob du irgendwelche Erfahrungen dazu hast oder ob du insgesamt sagst, ja, Energie ist mir auch wichtig. Wir machen das übrigens immer gemeinsam, denn miteinander ist es oftmals auch noch viel schöner und leichter, so ein paar Tage im Körper Gutes zu tun, ihn zu reinigen, Körper, Seele und Geist. Ja, so viel zur Energie. Und dann haben wir noch ein drittes Wort, das ich rausgreifen mag, das ist Transformation. Transformation, Verwandlung. Von diesem Ist-Zustand in diesen Zustand, der dein eigentliches, dein wahres Ich ist, in deine wahre Identität, in diese hohe Schwingung der Liebe zu kommen. Das ist das Höchste und Wertvollste und das ist das, was unser Leben komplett verwandelt. Und ich habe beschlossen, gerade nachdem ich in den letzten Tagen so oft Nachrichten bekommen habe von Menschen, die ja aufgrund der aktuellen Situation in Not sind, Ängste haben, unter Druck sind, dass wir hier in einer kleinen Gruppe unterstützen werden, so eine Fülle-Transformation durchführen. Einige Tage gemeinsam wirklich auf diesem Weg sein, damit du in deiner ganzen Kraft und Energie sein kannst. Und falls du jemanden kennst, für den das was sein kann, lass ihm gern dieses Video zukommen. Lass ihn gern daran teilhaben. Denn ich glaube, wir alle dürfen uns verbinden, verknüpfen mit dieser göttlichen Liebe. Wir dürfen uns verbinden mit unserem Herzen, mit dem, was wirklich wichtig und wesentlich ist. Und wir dürfen uns verbinden mit Menschen, die auch auf diesem Weg sind. Diese drei Punkte, die wollte ich jetzt heute rausgreifen zum Thema Fülle, ABC der Fülle. Machst du für dich und schreib gern rein, was hast du für dich entdeckt? Was bedeutet Fülle für dich? Was bedeutet es für dich, erfüllt und frei zu leben? Und wenn dir dieses Video heute gefallen hat, hinterlass mir gern ein Like. Wenn du magst, teile es auch gerne mit deinen Freunden. Abonnier den Kanal und freue dich auf den nächsten Impuls in der nächsten Woche. Ich schicke dir liebe Grüße aus Paraguay.